Ja, dieses Buch richtet sich im Grunde an jeden, der in kurzer Zeit eine neue Sprache lernen möchte, unabhängig von seiner Erfahrung oder seinen Vorkenntnissen. Und mit den praktischen Tipps und Beispielen ist es wirklich möglich, innerhalb von 3 Monaten eine Sprache zu lernen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Ich freue mich, dass tatsächlich nach einigen Wochen intensiver Arbeit jetzt das nächste Buch wieder veröffentlicht werden konnte. Der Titel lautet, wie du in 3 Monaten eine neue Sprache lernst. Ich habe ja aktuell einige Buchprojekte am Laufen, die ich bis Ende des Jahres abschließen möchte. Und das war so ziemlich das Wichtigste. Ich werde nächste Woche noch ein anderes Buch vorstellen, das jetzt auch demnächst in den Läden erhältlich ist, die Polyglott-Formel. Da geht es dann darum, wie man mehrere Sprachen parallel lernt. Heute möchte ich aber ein bisschen was aus dem Buch vorstellen, wie du in 3 Monaten eine neue Sprache lernst. Ist ja auch ein Thema, das hier im Podcast immer wieder aufgetaucht ist. Und die meisten Podcast-Hörer und Speed-Learning-Anhänger sind ja Menschen, die Sprachen lernen. Und ja, möchte ich euch einfach ein bisschen was zu vorstellen dazu. Und nach der Buchvorstellung gibt es dann einen weiteren Einblick in das Englischtraining mit Christine. Ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge kennengelernt, die mit dem Avatar-Training an der Speed Learning School gerade ihr Englisch aufbessert. Also, wie du in 3 Monaten eine neue Sprache lernst. Link zum Buch gibt es in der Podcast-Beschreibung. Es gibt einmal die Frage, warum man überhaupt neue Sprachen lernen sollte und was der Vorteil ist, wenn man eine Sprache schnell lernt. Die Wahl der richtigen Sprache, wie man sich beim Sprachenlernen Smart-Ziele setzt, traditionelle Lernmethoden versus modernen Ansätzen, dann die verschiedenen Technologien und die Sprachlern-Apps. Es gibt ein Kapitel zum Thema Erlernen von Vokabeln und Grammatik, den richtigen Lesestoff finden, Hörverständnis und Aussprache üben und die Schreibfähigkeit verbessern. Ganz wichtig. Alltagsaktivitäten in die Lernroutine integrieren, also wie schaffe ich es, in meinem ohnehin zeitlich knappen Alltag noch Sprachen einzubringen? Wie kann ich mit Sprachtandems und Tandempartnern arbeiten? Wie kann ich in die Kultur eintauchen? Und dann geht natürlich ein großer Teil auch Lernhindernisse überwinden, Prokrastination, also Aufschieberitis und Motivation, Umgang mit Frustration und Lernen, Rückschlägen, Fortschritte überprüfen und feiern, Meilensteine, genau, und wie man dann die erlernte Sprache pflegt und weiterentwickelt. Und ich möchte jetzt einfach mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen. Auch gleich etwas, das euch von Anfang an einen Vorteil bringt. Ich blätter mal hier ein bisschen rum. Genau. Fangen wir doch mal mit den effektiven Lernstrategien an. Das 4. Kapitel. Das Erlernen einer Sprache in nur 3 Monaten erfordert eine kluge und effektive Lernstrategie. Im Folgenden sind 25 der effektivsten Lernstrategien aufgeführt, die dir helfen können, dein Sprachziel zu erreichen. Erstens, setze klare Ziele. Definiere klare und realistische Ziele für dein Sprachenlernen. Teile sie in kleinere Etappen auf, um den Fortschritt besser verfolgen zu können. Zweitens, schaue Filme und Serien. Konsumiere Filme und Serien in der Zielsprache, sowohl mit als auch ohne Untertitel. Das hilft dir, das Hörverständnis zu verbessern und den Sprachgebrauch zu lernen. Drittens, höre Podcasts oder Hörbücher. Podcasts oder Hörbücher in der Zielsprache helfen dir, dein Hörverständnis zu verbessern und die Aussprache zu üben. Viertens. Verwende Sprachlern-Apps. Nutze Sprachlern-Apps wie Duolingo, Babbel oder Rosetta Stone, um deine Lernzeit zu strukturieren und Übungen für alle Sprachbereiche zu absolvieren. Fünftens. Lies Bücher und Zeitschriften. Bücher und Zeitschriften in der Zielsprache helfen dir, dein Vokabular und deine Lesefähigkeit zu verbessern. Sechstens,
Halte ein Tagebuch in der Zielsprache, um das Schreiben zu üben und den Fortschritt zu dokumentieren. 7. Nutze Flashcards, um Vokabeln und grammatische Strukturen zu lernen und zu wiederholen. Es gibt darüber hinaus viele Apps wie Anki oder Memrise, die auch digitale Flashcards anbieten. 8. Finde Sprachtandem-Partner, um regelmäßig in der Zielsprache zu sprechen. Es gibt auch Sprachaustausch-Apps wie Tandem oder HelloTalk. 9. Melde dich in Sprachlern-Communities und Foren an, um Fragen zu stellen, Ressourcen zu teilen und mit Gleichgesinnten zu interagieren. 10. Habe tägliche Lernroutine. Schaffe eine tägliche Lernroutine und setze dich regelmäßig mit der Sprache auseinander, um deinen Fortschritt kontinuierlich zu verbessern. 11. Setze dir jeden Tag spezifische Ziele für das Lernen, wie zum Beispiel das Vokabeltraining oder das Schreiben einer kurzen Geschichte in der Zielsprache. 12. Nimm dich selbst beim Sprechen in der Zielsprache auf und höre dir die Aufnahmen an, um deine Aussprache und Grammatik zu verbessern. 13. Verwende YouTube, um Lernvideos, Sprachkurse und authentisches Material in der Zielsprache zu finden. 14. Wiederholung ist der Schlüssel zum Sprachenlernen. Gehe regelmäßig über das Gelernte hinweg, um die Inhalte im Langzeitgedächtnis zu verankern. 15. Verwende Apps wie Quizlet, um eigene digitale Lernkarten zu erstellen und abzufragen. 16. Höre Lieder in der Zielsprache und versuche, die Texte mitzusingen. Das verbessert dein Hörverständnis und deine Aussprache. 17. Wenn möglich, reise in ein Land, in dem die Zielsprache gesprochen wird, oder tauche intensiv in die Kultur ein, um die Sprache in authentischen Situationen anzuwenden. 18. Online-Tutorials und Videokurse sind eine großartige Möglichkeit, um bestimmte Aspekte der Sprache zu lernen, beispielsweise die Grammatik oder spezifische Ausdrücke. 19. Finde Lerngruppen oder Sprachkurse vor Ort, um gemeinsam zu lernen und Unterstützung zu erhalten. 20. Sei offen für Korrekturen und Feedback, um deine Fehler zu erkennen und zu lernen. 21. Sprachassistenten wie Siri oder Google Assistant können dir helfen, bestimmte Ausdrücke oder Wörter in der Zielsprache zu übersetzen oder Ausspracheregeln zu überprüfen. 22. Suche online nach Übungsmaterialien und Arbeitsblättern in der Zielsprache, um dein Lernen zu erweitern. 23. Studiere mit einem Muttersprachler der Zielsprache. Das ermöglicht dir, deine Aussprache zu verbessern und natürlichere Gespräche zu führen. 24. Verwende Eselsbrücken oder Assoziationen, um dir neue Vokabeln oder grammatische Regeln zu merken und einzuprägen. 25. Sei geduldig und bleibe motiviert. Sprachenlernen erfordert Zeit und Beharrlichkeit. Sei also geduldig mit dir selbst und halte deine Motivation hoch, indem du deinen Fortschritt feierst und kleine Meilensteine erreichst. Ja, 25 Lernstrategien, die so ein bisschen als Anregung dienen sollen. Wie gesagt, das Buch »Wie du in 3 Monaten eine neue Sprache lernst«, erschienen bei Tredition, erhältlich über den Link auf meiner Website sven-frank.com/erfolgstechniken. Da findet ihr alle bisherigen und alle zukünftigen Bücher, die publiziert sind. Ansonsten natürlich in jeder gut sortierten Buchhandlung oder auch in den ganzen Online-Shops. Den Link speziell nochmal, wie gesagt, zu der Website, wo ihr die ganzen Bücher findet, die ich publiziert habe bisher, in der Podcast-Beschreibung, und dort findet ihr das Buch mit dabei. Gut, dann lasse ich jetzt wieder Christine zu Wort kommen, damit ihr mit Christine gemeinsam euer Englisch verbessern könnt. Und nächste Woche, wie gesagt, stelle ich dann das Buch vor, die Polyglott-Formel für alle, die mehrere Sprachen lernen möchten und mehrere Sprachen kultivieren wollen, quasi das Nachfolgebuch dieses aktuellen Buchs, wie du in 3 Monaten eine Sprache lernst. Und wir haben jetzt auch geplant, an der Speed Learning School so eine Reihe von Wie du in 3 Monaten Büchern rauszubringen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Da wird einiges an Material gerade vorbereitet von mir und meinem Team. Und
wird auch in den nächsten Wochen dann publiziert und eben immer auf der Website sven-frank.com/erfolgstechniken. Da sind dann alle Bücher immer gleich als erstes verlinkt. Ansonsten natürlich, wie gesagt, auch in den üblichen Online-Shops oder Buchläden. Gut, dann geht es jetzt weiter mit Christine. Bleib also dran und viel Spaß. Ja, hallo Christine, schön, dass du wieder da bist. Wie läuft's mit den Zahlen? Hallo Sven, ganz gut. Ich habe sie mir nochmal angehört und habe sie auch gesprochen. Das klappt soweit ganz gut. Wobei ich halt Schwierigkeiten habe, ist die 3 und die 12 richtig auszusprechen. Also da habe ich das Gefühl, dass ich das immer falsch ausspreche. Ja, also bei 3, das TH quasi, dieses mhm. TH ist ja im Englischen ein eigener Buchstabe. Der so gebildet wird, dass du die Zunge zwischen die Zähne nimmst und dann entweder stimmlos durchpustest oder stimmhaft. Das ist einfach ein Buchstabe, den es in der deutschen Sprache nicht gibt und damit haben selbst hochrangige Politiker Probleme. Also dieses TH ist einfach ein Buchstabe, den wir in der deutschen Sprache nicht haben und deswegen ist es ungewohnt. Aber es gibt auch Länder, als ich meine Ausbildung in Irland gemacht habe zum Beispiel, dann haben sie auch nicht immer das TH verwendet. Dann sagen die eben 3 und 32 und number take the Dublin Bus 33 und sowas. Und das kann auch sein, dass das in Indien nicht so eng gesehen wird. Das klassische Oxford-Englisch ist natürlich mit diesem TH und wenn man es kann, ist gut. Nur stress dich da einfach nicht, denn du wirst trotzdem verstanden. Ja, aber wenn du jetzt mal einfach, das musst du jetzt nicht hier machen, wenn alle zuhören, aber dann für dich zu Hause einfach die Zunge zwischen die Zähne schieben und dann entsprechend stimmlos oder stimmhaft, ja? Genau. Und kriegst du die Zahlen hin, vorwärts oder rückwärts? Ja. Man muss sich ja eigentlich, nur die Zahlen bis 10 merken, plus die 11 und 12, und dann folgt es ja einer Logik bis 20. Magst du mal zählen kurz? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Jetzt war aber das TH, fand ich gut. Ja, okay. Ja, also wenn du es so aussprichst, dann ist das prima. Es ist am Anfang, muss man immer aktiv drüber nachdenken. Es gibt noch eine kleine Regel. Ich sage dir, dass du sie gehört hast. Du wirst sie wahrscheinlich wieder vergessen, weil du nicht danach fragst. Also Grammatikregeln, wenn man sie lernt, ohne vorher danach zu fragen, bringt es meistens wenig. Sondern du wirst an einen Punkt kommen, an dem du beispielsweise einen Text hörst und dann heißt es the one and only, aber the other. Und warum heißt es einmal the und einmal the? Und wenn du das the, also dieses Wort, der, die, das, vor einem Vokal hast, der auch als ein Vokal ausgesprochen wird, also the answer, the other, the underground, dann wird es nicht als the, sondern als the ausgesprochen. Bei the one and only ist one eher nicht wie ein Vokal ausgesprochen, sondern eher wie ein W. Und deswegen ist es da eben nicht the one and only, sondern the one and only. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dann denkst, Mensch, wie könnte man diesen Satz in der Vergangenheitsform bilden? Und dann forderst du quasi diese Grammatikinformation ein. Und dann merkst du sie dir auch, wenn sie dir dann erklärt wird. Das heißt, sich mit Grammatik zu beschäftigen, ergibt nur dann Sinn, wenn du gerade eine Fragestellung hast im Rahmen deines Lernprozesses und nicht verstehst, wieso ein Satz so oder so gebildet wird, sich Endungen verändern, Artikel verändern oder Satzstellungen oder was etwas Bestimmtes bedeutet.
Und deswegen bringt es wenig, eben tatsächlich Grammatiklektionen durchzuarbeiten, so wie wir das in der Schule kennen. Ja. Okay, prima. Okay. Bist du bereit für das nächste Video? Ja, bin ich. Hier geht es darum, wie man sich vorstellt. Unser Avatar Jonathan wird zuerst mal ein Beispiel geben, wird sich selbst vorstellen. Und dann wird er dich einfach bitten, die Sätze immer zu wiederholen. Es geht also noch gar nicht darum, dass du mit ihm in die Interaktion treten sollst, sondern erstmal nur diese Sätze zu wiederholen. Auch hier wieder dreimal. Und anschließend hast du dann die Zeit, diese Sätze für dich selbst zu üben wieder mit der MP3-Datei im Alltag und überall. Und wie du das machen kannst, sage ich dir dann auch gleich dazu. Wir schalten um zum Video 3. Greetings. Hello. My name is Jonathan. What is your name? Nice to meet you. How are you? I'm fine, thank you. Goodbye. You can use these sentences to greet someone and introduce yourself. Let's practice these sentences together. Repeat after me and replace my name with yours. Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. What's your name? Nicht antworten, nicht antworten, nur wiederholen. What's your name? 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 Nice to meet you. 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 How are you? 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 I'm fine, thank you. 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 Goodbye. 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 Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. What's your name? What's your name? It's nice to meet you. It's nice to meet you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Goodbye. Goodbye. Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. What's your name? What's your name? It's nice to meet you. It's nice to meet you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Goodbye. Goodbye.
Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Christine. What's your name? What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Goodbye. Goodbye. Great. Now test whether you can already say these sentences without my help. Then take a break of about 20 minutes and watch the video again. So, dasselbe Prinzip wie bei den Zahlen von 1 bis 20. Du schaust dann nach dem Video jetzt gleich, ob du diese Begrüßungsfloskeln schon selbstständig abrufen kannst. Und machst dann eine Pause von 20 Minuten, hörst dir dann die MP3-Datei oder das Video nochmal an, guckst, wie weit du kommst. Und sobald du diese Begrüßungsfloskeln kannst, wiederholst du sie nochmal am nächsten Tag. Und wenn es am nächsten Tag klappt, nach einer Woche, wobei auch bei den nachfolgenden Videos immer mal wieder so diese Begrüßungsfloskeln kommen werden, auf die du dann einfach antworten sollst. Okay? Okay. Was du auch machen kannst, ist, dass du tagsüber, ich mache das, wenn ich Sprachen lerne auch, ich gehe dann zum Beispiel zum Bäcker. Mhm. Mein Bäcker ist da schon einiges gewöhnt und begrüße einfach in der jeweiligen Sprache, die ich gerade lerne. Und wenn du jetzt auf Englisch reingehst und sagst, Hello, my name is Christine, what's your name? Oder Hello, how are you? Dann wirst du jemanden finden, der dir auf Englisch antwortet. Und dann hast du schon morgens beim Bäcker im Alltag dann jemanden, mit dem du so ein bisschen Smalltalk führen kannst. Ja? Ich habe das im Ausland, mache ich das dann immer umgekehrt. Da spreche ich dann immer Deutsch, begrüße die Leute auf Deutsch. Die freuen sich dann auch immer, wenn sie mal Deutsch gelernt haben, wenn sie ihr Deutsch anwenden können. Und das ist dann immer ganz nett. Hatte das jetzt gerade in Dublin, als ich in Dublin war, bei der Post. Da hat dann der Postbeamte auf Deutsch die Briefmarken verkauft. Fand ich super. Ja, genau. So, mal hören, was er noch mag. Meint hier der Jonathan? Repeat this exercise until you have learned these sentences. Then take a break for a day and if you can still do it, try again after a week. Have fun and see you at the next exercise. Genau, also das sind tatsächlich jetzt Floskeln, die du auch bei den 100 häufigsten Ausdrücken finden wirst und die sind einfach elementar. Man muss nicht alles, was man irgendwie irgendwo lernt, auswendig können oder alle Vokabeln kennen, die hier in diesem Avatar-Training vorkommen. Aber diese Begrüßungsfloskeln, die sind schon sehr wichtig, ja? Okay, gut. Prima. Hast du noch Fragen dazu? Nein. Erstmal nicht. Okay, wunderbar. Dann danke für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.